Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Das Spiel ist eigentlich durchgespielt, aber wir haben noch ein paar Nebenquests zu erledigen und das wollen wir heute jetzt noch ganz gemütlich abarbeiten. Für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, wundert euch nicht, ich nehme das quasi live auf mit Livestream, also werde ich ab und zu mit dem Chat interagieren, nur dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt gucken wir mal schnell in unser Questbuch. Wir haben gar nicht mehr so viele Nebenquests, ich habe gerade schon mal nachgeguckt. Wir haben eine Nebenquest, einen Hexerauftrag, zwei Schatzsuchen. Schatzsuchen finde ich immer langweilig. Ich weiß gar nicht. Aber manchmal hängen nette Geschichten dran, ne? Ich glaube, wir machen jetzt mal das hier. Ein Porträt des Hexers als alter Mann. Da kann ich mich erinnern. Da war irgend so ein Maler, genau, der hat uns drauf angesprochen. Triff dich gegen Mittag mit dem Maler. Das machen wir. Ich hoffe echt, wir finden die Stelle mit Plötze. Ich hoffe wirklich. Wir finden diese eine mit Plötze reden Quest. Ich hoffe, das habe ich nicht irgendwie verpasst oder... Wer nicht täglich rum, keine Ahnung. Ist selber schuld, wenn's scheiße läuft. Weil so viel ist nicht mehr übrig, ehrlich gesagt. Wir könnten höchstens noch die ganzen Fragezeichen abklappern, aber das sind so viele und die meisten sind wahrscheinlich langweilige Monsternester und keine Quests. Es gibt auch aber keine Anschlagbretter mehr oder sowas. Ich glaube, wir haben wirklich so ziemlich alle Nebenquests erledigt. Keine Ahnung, jetzt machen wir mal ein Hexerporträt. Das Gespräch mit Plötze ist einer der besten Quests da. Ja, ich weiß. Na gut, der Passierschein A38 ist bis jetzt meine absolute Lieblingsquest, weil das ist genial. Bist du der Maler? Ja. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Die Quest kriegt man nicht am Anschlagbrett, aber wo denn dann? Wo denn dann? Ich lese, jetzt machen wir mal, was wir haben und dann lese ich nach, weil bevor wir Witcher 3 abschließen, will ich diese Quest machen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, wortwörtlich, also in Witcher, dann verlieren wir keine Zeit. Gehen wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgo-Federn. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Mal natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment. Deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre Auguste Moustacherois. Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. Nicht so schnell, Plötze. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Okay. Das wäre ja lustig, wenn das jetzt die richtige Quest wäre. Ich meine, es geht schon mal um sprechende Katzen. Oder zumindest malende Katzen. Meine Damen, meine Herren, werte Lehnsherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel... Alles war vorbereitet. Sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen. Du hast nicht zufällig noch andere Farben mit? Und Ersatz hast du keinen? Ich schwöre, soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier?
Ah, okay. Arista hat nochmal nachgeguckt. Dankeschön. Die Quest kann man nur von einer Einsiedlerin bekommen und die kann man leicht übersehen, weil sie einfach in der Gegend wohnt. Aber grundsätzlich kriegen wir die wahrscheinlich dann noch irgendwo. Da müssen wir dann echt nachher nachgucken. Ihr müsst tatsächlich zur Pinastris-Einsiedlerei nordöstlich der Kreuzung bei Duntyen. Okay, warte mal. Den Text markiere ich mir. Da schauen wir nach der Quest dann hin. Oh, ich kann mir das irgendwie nicht markieren. Warum kann ich denn im Chat nichts markieren? Naja, ich kann dann hochscrollen. Das werde ich schon wieder finden. Schauen wir mal. Danke fürs Nachschauen auf jeden Fall, Arista. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Gepurzelt. Ich glaube, das Leben imitiert die Kunst, nicht andersherum. Ganz recht, Fingal. Denk nur an Baron de Cordel. Oh ja, der hat sich... Eine Spur. Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Und mit seiner Cousine trifft er sich jetzt auch. Fußspuren. Deutlich, aber seltsam klein. Ich höre was. Ich höre was grunzen. Einfach ignorieren. Mein Gott, wo sind denn Hilfe? Fußspuren. Verschmiert. Bin ich einmal im Kreis gelaufen? Ein bisschen schon, aber eine Etage tiefer. Ich verstehe. Na, dann schauen wir mal, wer hier die Farben in die Höhle geschleppt hat. Hier sind auch Farbkleckse. Necker sind mit den Farben verdunkelt. Necker! Ich habe jetzt viel erwartet, aber dass Necker die Farben klauen. Ha, seltsam. Vielleicht ist da irgendwas für Necker Köstliches drin. Sieht noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen. Na? Tütüt. Ich hab deinen Kram gefunden. Herrlich! Wo denn? Und... Ah, danke, Falkos. Ist das alles? Das ändere ich noch. Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und habe ein Neckernest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davongemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Und was mit deinem Pinsel? Ich dachte, den brauchen wir auch. Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein.
dein Nicht so schnell. Das muss genau so bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Die Wegfindung mit seinem Pferd ist auch interessant. Die Pferde in dem Spiel, es ist einfach lustig. Zadala. Sind wir da? Hey, danke fürs Abonnieren, ja. Arista. Sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wie geschaffen schon vor als Hintergrund unseres Meisterwerks. 23 Minuten. Sie ist jetzt erst. Ganz nett, sorry. Ich frage mich, warum niemand hier hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege. Mag den DLC grundsätzlich auch. Ich finde es eben auch schön, dass der so eine schöne Märchenwelt irgendwie darstellt, als Kontrast zu dem, was man in Witcher 3 eigentlich sieht. Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Nehmen wir auf dem Pferd, heldenhaft oder entspannt? Auf dem Pferd natürlich. Plötze muss mit auf dem Bild sein. Was wäre Geralt ohne Plötze? Nur irgend so ein weißhaariger Kerl mit zu viel Schwertern. Wie wäre es auf dem Pferd? Ich meine, Plötze hat auch ein Denkmal verdient. Aber hallo. Ein Pferd. Sensationell. Aber wir sollten mein Pferd Alexander wählen. Nein. Ich habe ihm das Posieren beigebracht. Nein. Plötze oder gar nicht. Das ist unfair. Nichts gegen Alexander. Ich male später einen Greifenkadaver dazu. Mann. Nun, erhebe stolz das Haupt und streck die Brust raus. So, raus mit den Haxen. Hört das Pferd überhaupt zu? Kann ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Ach, mir wäre Plötze schon lieber gewesen, aber meinetwegen. Fangen wir an. Du kannst loslegen. Weißt du noch, wie du mich angesehen hast, als ich dich gebeten habe zu posieren? Guck dir das plötzlich ganz beleidigt. Bist du so freundlich, das noch einmal zu machen? Dieser Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still, in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn noch. Götter! Ein Greif! Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Das ist ja ein Zufall. Wirbelzwirbelzauber. Oh, schade. Mein Wirbelzwirbelzauberwind hat nicht funktioniert. Schalt dich doch mal still, Greif. Geralt ist nicht sehr gut darin, dahin zu schießen, wo du sein wirst. Der kann die Geschwindigkeit und so nicht gut abschätzen. Ah, jetzt haben wir ihn anscheinend erwischt. Wirbelzwirbel Zauberwind! Ach, jetzt fliegt doch nicht dauernd. Genau, Plötze kämpft mit.
Ist es sicher? Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Das ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Greifen, Toten, nee, ich will keinen Toten greifen. Der arme Greif. Außer du malst ihn majestätisch. Kannst du nicht Alexander durch den Greifen ersetzen? Das wäre cool. Das wäre ein cooles Bild. Na gut, aber nee, lassen wir den Greifen draußen. Nein, der ist zu zerfleddert. Das sieht zu blutig aus. In der Tat. Der Farbton seines Blutes verträgt sich nicht mit deinem Tarn. Oh, sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Okay, jetzt interessiert mich aber schon, wie das Bild aussieht. Das ist bestimmt irgendwas Witziges. Irgendwas Beklopptes. Vielleicht ist er ein sehr abstrakter Künstler. Hä? Was denn jetzt? Die gepunkteten Wegfindungslinien auf der Minimap sind auch komisch manchmal. Und die Wege hier sind auch komisch. Eine Karikatur, vielleicht. Ja, das könnte sein. Ich habe jetzt eher an so... an so abstrakte, geometrische Formen gedacht. Aber vielleicht ist er der erste Karikateur. Das wäre auch gut. Ich stehe in deiner Schuld. Wir alle. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Warte einen Tag. Na gut, aber jetzt reiten wir erstmal noch dahin, wo wir hin sollen. Ich habe irgendwie das Gefühl, in der Stadt ist man fast ohne Plötze schneller, oder? Weil irgendwie darf Plötze nicht galoppieren. Könnte tatsächlich sein, oder? Zumindest nicht sehr viel langsamer. Durchs Gewächshaus. Miau. Oh nein, ich habe mich verlaufen. So, jetzt. Da wären wir mit Plötze wahrscheinlich eh nicht durchgekommen. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Ja. Ist schon gut. Du mit deiner Wache immer. Die haben gut aufgeräumt, ne? Vor gerade mal, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, nicht so lange, waren hier noch überall Leichenblut und Vampirmonster. Und Feuer. Und jetzt ist wieder alles ganz wunderbar. Hip hip hurra. Okay. Jetzt warten wir. Und ich weiß ehrlich gesagt, reicht schon, wenn ich bis Mittag warte? Zählt das schon als ein Tag quasi? Wenn nicht, dann warten wir halt nochmal. 12 Stunden. Nee, warte. Okay, wir müssen länger warten. Dann meditieren wir bis 11 Uhr des Folgetags. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, anscheinend. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich will ja nicht aufdringlich sein. Och. Doch sehr realistisch. Nur, dass wir nackt sind, ich verstehe. Das war der Gag. Hallo.
Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Ach was, was? Klar, warum nicht? Jetzt würde mich aber echt interessieren, wie die anderen Posen aussehen. Es ist gut. Ich meine, es ist auch voll gut. Ich habe nur nicht damit erwartet, gerechnet. Aber ja. Es ist hübsch, zeugt von viel Vorstellungskraft. Ich erinnere mich nicht, mich ausgezogen zu haben. Einige andere Details stimmen auch nicht ganz. Die Fantasie ist das wichtigste Werkzeug des Künstlers. Das habe ich schon mal von einem gewissen Barden gehört. Er verfeinert und erfindet hauptsächlich. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Warum nicht? Das kann ich bestimmt in meinem Anwesen aufhängen, in meinem Weingut. Ist doch cool. Was wollte ich jetzt sagen? Wann kommt denn eigentlich die zweite Staffel auf Netflix? Ich glaube, ich muss jetzt die erste nochmal gucken, bevor die zweite kommt. Immer wenn ich Witcher spiele, denke ich mir, ich muss mir die Serie wieder anschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Superman-Schauspieler so ein guter Geralt ist, aber der macht das super. Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken, wenn auch kein Schnäppchen. Tja, im Dezember. Es gibt nicht viele, okay, die meine Technik zu würdigen wissen. Da habe ich noch Zeit. Darum hungere ich bisweilen. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Ob es irgendwann ein Witcher 4 gibt, das ist eine gute Frage. Und ob es ein gutes Spiel wird, das ist auch eine gute Frage. Weil, ich meine, sowas wie Cyberpunk, der Release von Cyberpunk kann schon mal passieren, ne? Das ist jetzt nicht gleich ein Todesurteil für CD Projekt Red. Aber scheinbar haben auch mehrere wichtige Personen und unter anderem, glaube ich, der Autor von Witcher 3 mittlerweile CD Projekt Red verlassen. Und das macht schon einiges aus, wenn der Autor nicht mehr da ist. Gerade wenn es um die Dialoge und sowas geht. Und deswegen weiß ich nicht, ob ein Witcher 4 überhaupt erstrebenswert noch wäre. So, jetzt pass mal auf. Ich muss noch mal hochscrollen, wo wir hin müssen. Also. Nordwestlich vom Basanehof. Kreuzung Duntünne. Basanehof. Burgtünne. Vielleicht. Nordwestlich vom Basanehof. Hier so irgendwo. Da in dem kleinen Dorf. Da wäre ein kleines Dorf. Vielleicht versuchen wir das mal. Ja, das stimmt. Witcher 4 ohne Geralt. Also ein Spiel in der Hexerwelt ohne Geralt ist in Arbeit. Stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Ich meine, wenn das gut geschrieben ist, weil ich meine, Geralt ist schon auch ein cooler Charakter natürlich und alles, aber alle Figuren durch die Dialoge, weil die einfach so interessant geschrieben sind, sind einfach charismatisch interessante Figuren. Insofern kann ich mir das sofort vorstellen, dass das mit einer neuen Hauptfigur ohne Geralt auch sehr gut funktionieren kann und dass man innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch einen neuen interessanten Charakter einführt. Aber mal abwarten, wie gesagt. Mit Lambert. Vielleicht. Heya! Ja, ich meine, das wäre nicht das erste Spin-off. Die haben ja im Grunde das
Gwent-Standalone-Spiel. Spielt ja tatsächlich, ist ja eine echte Geschichte in der Hexerwelt von den nördlichen Königreichen. Unter anderem Riva, wo Geralt aber scheinbar übrigens in Wirklichkeit überhaupt nicht herkommt. Das hat er sich nur zufällig ausgedacht. Weil irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht wer, aber es wurde ihm gesagt, dass es einen besseren Eindruck macht, wenn man einen Heimatort nennen kann. Und deswegen hat er sich Riva ausgesucht. Aha, ein Quest-Symbol. Bitte, yes. Lass mich in Frieden. Warum? Was quält dich denn? Vergib mir, aber ich muss es fragen. Bist du ein Mensch? Ich traue meinen Sinn nicht mehr. Ja, ich meine, ich bin ein körperliches Wesen, kein Geist, falls du das fürchtest. Du traust deinen Sinnen nicht mehr? Wieso nicht? Ich werde von einem Dämon oder Geist geplagt. Nie lässt er mich in Ruhe. Es ist grauenvoll. Er will etwas, das merke ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Er ist jeden Tag da. Taucht auf und verschwindet wieder. Auch jetzt. Dort, hinter den Bäumen. Ich sehe nichts. Natürlich nicht. Er ist unsichtbar. Aber du siehst ihn? Nur wenn ich den Trank trinke. Ich kriege Kopfschmerzen davon und mir wird schlecht. Aber das ertrage ich, um meinen Quälgeist im Auge zu behalten. Und wenn du einfach aufhörst, den Trank zu trinken, dann hast du irgendwie kein Problem mehr. Das finde ich auch Hitman. Sowas finde ich grundsätzlich cool. Gerade in so einer Welt wie der Witcher-Welt finde ich so ein Konzept super interessant, dass man nicht der Jäger, der Kämpfer ist, der die Monster tötet und so weiter, sondern wirklich ein Forscher. Und man sammelt irgendwie Daten zu denen und sammelt Proben und so weiter. So ein Konzept fände ich super spannend in so einer Welt mit so einer interessanten Lore und so interessanten Kreaturen. Fände ich total cool. Dieser Dämon, kannst du ihn mal beschreiben? Er ist ein riesiges Pferd. Sein Hufschlag donnert durch die Dunkelheit. Er kommt herangaloppiert, bleibt stehen und starrt mich an. Dann sprengt er weg. Und du bist sicher, dass es nicht irgendein Wildpferd ist? Diese Kreatur ist nicht von dieser Welt. Wenn sie mich ansieht, gefriert mir das Blut in den Adern. Sie ist das Böse selbst. Die Augen schwarz und leer. Jedes Mal, wenn sie kommt, packt mich solcher Schrecken, dass mir Atem und Herzschlag stocken. Woraus besteht denn dein Trank? Er ruft ja erstaunlich starke Visionen hervor. Hast du Pilze reingetan? Engelstrompeten? Schlotterwammen? So ähnlich. Gewöhnlichen Grauhut. Du kennst dich aus. Grauhut? Die Varietät ist doch ausgestorben, wenn ich mich recht entsinne. Fast, aber nicht ganz. Ich konnte einige Exemplare aus getrockneten Sporen ziehen. Ich hoffte, damit den Albtraum enthüllen zu können. Da habe ich mich nicht geirrt. Soweit ich weiß, hat Grauhut starke Nebenwirkungen. Aber er kann wirklich das Verborgene, das Immaterielle enthüllen. Ja, ich kann das Böse sehen. Das ist besser, als zu wissen, dass es da ist, aber nicht zu wissen, wo. Also, du bist überzeugt, dass da draußen irgendwas ist. Mal sehen, was ich tun kann. Ich sehe mich erst mal um. Sehen wir uns um. Ja, in der Witcher-Welt könnte man unglaublich viel machen. Da gäbe es so viel, aber in so vielen Videospielwelten könnte man so viel machen mit Spin-Offs und Tote Motten. Manche Geister ziehen Motten an wie Laternen. Offenbar ist was dran an dem, was die Einsiedlerin sagt. Also doch nicht nur ein Drogenrausch, wie ich erst dachte. Manifest des Geißlers. Söhne und Töchter von Majoran. Das Ende ist nah.
Bessert euch und glaubt an das gute Buch, denn unser Prophet hat geschrieben, es wird hin und wieder empfohlen, die Lust des Fleisches und die Bequemlichkeit zu meiden und das Glück des Nächsten über seine eigene Bequemlichkeit zu stellen. Ich finde das so lustig. Das fand ich schon in der Krypta von Majoran so nett, wo die Gebote standen. Dass im Grunde dieser Glauben an diesen Majoran so eine Parodie vom Christentum ist und dass so die ganzen christlichen Gebote vor allem halt immer so ganz vage und schwammig formuliert sind und immer halt so, wenn es denn nicht ausmachen würde, wäre es schon am besten, wenn man das tun würde, es sei denn, dein Nächster ist ein Arsch, dann kannst du ihn ordentlich verhauen. Sowas in der Art. Das finde ich super lustig. deshalb peitschen wir die Geißel des achten Tages und selbst und geißeln unser Fleisch, damit alle auf Erden ein langes und glückliches Leben führen können. Wenn alles Böse, Kranke und alle Verfehlungen, die in den dunklen Ecken der Welt lauern, überleben, liegt es nicht daran, dass wir unseren Rücken nicht ausreichend ausgepeitscht hätten. Gewöhnlicher Grauhut. Starkes Halluzinogen. Offiziell ausgestorben. Sowas sieht man nicht oft. Blutstropfen auf dem Kissen. Sie führen zum Fenster. Na, müssen wir uns wohl draußen mal noch umsehen. Ah, oder sie führen zu dem Fenster. Die Fensterläden sind verriegelt. Ich muss nachsehen, ob die Spur auf der anderen Seite weitergeht. Okay. Ja, aber ich kann sie nicht anklicken. Aber wir können ihr folgen. Die Blutspur beginnt auf dem Kissen und endet hier. Das Medaillon vibriert immer noch. Creepy. Was trinkt nachts das Blut der Einsiedlerin? Das ist eindeutig. Ich muss mit ihr reden. Vielleicht kann sie mir noch was sagen. Hexe. Ich habe gehört, dass Geißler sich peitschen, um für die Sünden der Menschheit zu büßen, die Götter gnädig zu stimmen und Vergebung zu erlangen. Ist das bei dir auch so? Jeder hat seine eigenen Gründe. Ich büße für die Leiden eines Wesens, das einst der Eitelkeit eines anderen zum Opfer fiel. Ich mag Menschen nicht. Ziehe die Gesellschaft von Tieren vor. Erstens sind Menschen auch Tiere. Zweitens kann ich das ein bisschen verstehen. Und drittens hat die echt Angelhaken an ihrer Peitsche vorne. Meine Güte, wie ist die denn drauf? Aber jedem das Seine, denke ich. Wenn sie will, wenn es ihr Spaß macht. Es sieht so aus, als würde dich eine Erscheinung plagen. Ich weiß nicht, was für eine. Hast du dich in letzter Zeit schwach und ausgelaugt gefühlt? Und hattest du Bissspuren? Nee, das sind Nägel, keine Angelhaken. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Nicht unbedingt besser, Bisse? Aber... Ja. Ja, sicher. Läuse und Mücken gibt es hier genug. Ich rede nicht von Läusen. Irgendwas Großes trinkt dein Blut, wenn du schläfst. Aber ich schlafe nicht. Überhaupt nicht. Er ist immer da und beobachtet mich ständig. Ich halte das nicht mehr aus. Leider kann ich nicht viel machen. Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht bekämpfen. Ich kann dir einen Aufguss aus dem Grauhut machen. Zwei Pilze habe ich noch, das reicht für eine Dosis. Vielleicht siehst du dann, was ich sehe. Dieser Pilz würde sogar bei mir ein paar üble, schwer vorhersehbare Nebenwirkungen haben. Stimmt, man kann nicht wissen, wie Grauhut auf mutierte Körper wirkt. Na dann das los. Das finden wir wohl nur raus, wenn wir es ausprobieren. Ah, Man Eater habe ich vor einer ganzen Weile schon gespielt. Auf das Spiel habe ich mich gefreut, echt. Ich dachte, das könnte echt lustig werden. Aber leider ist es irgendwie einfach nicht so gut geworden, befürchte ich. Also mir hat es leider keinen Spaß gemacht. Ich wollte es mögen, aber es hat für mich leider echt nicht funktioniert, das Spiel. Schade. Die Idee klang gut.
Gut. Wird Zeit, dass ich es versuche. Wenn ich irgendwas von Einhörnern und Zauberinnen rede, hör einfach nicht hin. Immer dieser Running Gag mit Yennefer und dem Einhorn. Dem Ausgestopften. Einige Zeit später. Ich sehe keine Erscheinung. Donnerwetter! Dieser Klee ist umwerfend! Oh, was für ein Aroma! Wer spricht da? Oh, du bist wach! Ich hab mir schon Sorgen gemacht, du warst lange weg. Wollte dir schon weißen Honig geben? Ist nur ein bisschen schwierig mit Hufen. Plätze? Dein Timbre ist interessant. Ich dachte, eine junge Mähre klänge mädchenhafter. Oh, weil du so viel Erfahrung mit sprechenden Tieren hast? Soweit ich weiß, bin ich das Erste. Schon wahr. Das muss der Trank sein. Interessante Nebenwirkung. Toll, oder? Du solltest das Zeug öfters nehmen. Ich hätte so viele Tipps für dich. Besser nicht. Das könnte schnell tödlich enden. Sag mal, wie machst du das eigentlich, dass du immer sofort auftauchst, wenn ich pfeife? Wie funktioniert das? Na, du bist doch mein Mensch. Ich muss doch da sein, wenn du mich brauchst. Ob es in den Sonnenuntergang geht oder direkt in die Gefahr. Trotzdem komisch, dass du auch Ozeane überwindest, wenn ich pfeife. Nur um dann am nächstbesten Weidenzaun festzuhängen. Wieso? Ja, was soll ich sagen? Niemand ist perfekt. Hör mal, ich habe da einen Auftrag, den ich erledigen muss, solange das Zeug wirkt. Klar, Monster erschlagen sich ja nicht von selbst. Lass mich mal sehen, worum geht's denn? Komm mit und versuch keine Pflanzen und Kleintiere zu zertrampeln. Wir sollten dieses Gebiet gründlich erkunden. Ich suche nach Hinweisen. Du bleibst da stehen und bleibst da stehen. Gut. Sieh dir das mal an. Muss ich mir das jetzt ansehen? Ja, ich glaube schon. Hier ist doch nichts. Das sind Hufspuren. Und zwar nicht von irgendeinem Gaul, sondern von einem außerweltlichen Astralwesen. Wir müssen ihnen folgen. Aber ich kann mit der Katze auch reden. Euch vor einem Kater bewahren. Jetzt muss ich zu der Kuh da hinten. Gerald, guck mal. Gleich. Ich muss schauen, ob ich auch mit der Kuh reden kann. Hallo. Stress me. Hallo. Stress me. Haben die das nicht übersetzt aus dem Englischen? Naja. Lass mich in Ruhe, verdammt. Zisch ab, du Klugscheißer. Ich find's super. Okay, ich guck mal, was Plötze da hinten gefunden hat. Detektiv Plötze. Tote Motten.
Die können auf die Anwesenheit von Phantomen hindeuten. Darauf wäre ich ja nie gekommen. Was ist mit dem Geruch? Riecht wie in Wüsima auf dem Friedhof, als wir Kohle gejagt haben. Es riecht nach Tod. Riecht doch ganz normal. Willst du mir einen vom Pferd erzählen? Ernsthaft? Ich möchte jetzt einen Spin-off, der Detektiv Plötze heißt. Also gut, jetzt weiß ich, woran wir sind. Und die soll dann verfilmt werden. Geralt, fassen wir zusammen, was wir wissen. Okay. Wir haben es wahrscheinlich mit einer Art Erscheinung oder Phantom zu tun, die die Einsiedlerin nachts aufsucht und ihr Blut trinkt. Wenn wir sie finden, habe ich keine Ahnung, wie wir sie bekämpfen sollen. Geralt, bitte. Ich weiß, was hier los ist. Es kann nur ein Nachtmahr sein, eine immaterielle Erscheinung. Er hat die Form eines Pferdes angenommen. Ein Nachtmahr? Ja, das ist schlüssig. Nachtmahre sind gänzlich unsichtbar, sogar für Hexer. Aber wie kommst du darauf? Weil er für mich nicht unsichtbar ist, du Rindvieh. Da drüben ist er doch! Er entkommt! In den Sattel, Hexer! Wir müssen ihn fangen! Hey! Da ist der Nachtmahr, Geralt! Hinterher! Hey da, ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten müssen. Oh, ich glaube, da sind Wölfe in der Nähe und ich kann nicht schneller reiten. Geralt, wir müssen mal reden. Von Pferd zu Mann. Ohne dich, Geralt, wir müssen den Nachtmahr fangen. Wenn er jetzt entkommt, dann sehen wir ihn nie wieder. Egal, was für ein Drogengesöff du dir reinkippst. Du gehst deinen Weg, ich geh mein. Was wollte er denn jetzt sagen? Wir müssen mal reden vom Pferd zu Mann und dann hat er aufgehört. Verdammt, das hätte ich gern gehört. Ich kann es leider nicht lesen. Wenn ich doch nur schneller reiten könnte. Hey, kennst du den? Kommt ein Pferd in die Taverne und bestellt sich ein Bier. Sagt der Wirt? Gern, aber warum so ein langes Gesicht? Verlieren wir den Nachtmahr nicht aus den Augen. Siehst du ihn? Ja, da ist er. Lauf, Plötze. Was zur Hölle glaubst du, was ich mache? Ah, jetzt darf ich plötzlich sprinten. Na dann. Ich muss es fragen, solange ich die Möglichkeit habe. Wieso wirfst du mich eigentlich manchmal mitten im Kampf ab? Also, daran kann ich mich nun wirklich gar nicht erinnern. Natürlich nicht. Einfach vom Erdboden verschwunden. Ach du Scheiße! Pass auf, Geralt! Mir kommt die Stimme von dem Synchronsprecher von Plötze so bekannt vor. Nicht im Synchronsprecherbezug, aber irgendwoher kenne ich die Stimme. Wirbel, Zauberwindattacke! Keine Chance gegen meinen Zauberwirbelwind.
Marcello Clerici. Ritter, letztes Jahr gestorben. Ungefähr gleiches Alter wie die Einsiedlerin. Vielleicht ist sein Geist zum Nachtmahr geworden, der jetzt Pinastri quält. Warum sagst du mir das? Ich kann ja selber lesen und Rückschlüsse ziehen. Ich denke nur laut. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Geralt, es ist der Nachtmahr! Angriff! Lasst mich erklären! Sprich, fass dich kurz. Warum quälst du die Einsiedlerin? Sie quält mich! Sie weigert sich, mir zu vergeben. Nun kann ich im Jenseits keinen Frieden finden. Und das ist ihre Schuld. Ich komme jeden Tag und flehe sie um Gnade an. Flehst sie um Gnade an? Du trinkst ihr Blut und jagst ihr schreckliche Angst ein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Etwas Monströses überkommt mich. Trotzdem finde ich erst Frieden, wenn Pinastri mir vergibt. Olli Schulz, meinst du? Ich finde, klingt wirklich so ähnlich, aber das ist er nicht, nee. Du und die Einsiedlerin, woher kennt ihr euch? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich liebte sie, aber sie war immer traurig und nichts konnte sie aufmuntern. Die Welt erschreckte sie. Ich dachte, es läge an der Armut, also tat ich alles, damit wir woanders ein besseres Leben anfangen konnten. Ich wurde Knappe und nahm sie mit an den Hof. Aber Pinastri erfuhr bald, dass Adlige auch nicht anständiger sind als Bauern. Kein bisschen. Als schließlich sogar ich in ihren Augen böse geworden war, floh sie aus dem Palast und schloss sich den Geißlern an. Ich verließ den Hof, um in ihrer Nähe zu sein. Doch sie schickte mich fort und sagte, sie wolle mich nicht kennen. Als die Peitschenschwinger sich ebenfalls als so hartherzig für sie erwiesen, wurde sie Einsiedlerin. Das sehe ich jetzt deutlich. Ich habe es nie verstanden, als ich noch lebte. Aus der finsteren Tiefe des Grabes sind Lebende wie helle Fackeln. Man sieht alle ihre Gedanken gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum sie mich wegschicken musste. Sie ist voller Zorn. Vermutlich bist du deshalb zu einem Nachtmahr geworden. Ich hab gerade geguckt, der Synchronsprecher heißt Uke Bosse. Ich habe mir mal seine Filmografie angeguckt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher ich den kennen könnte. Naja, jetzt will ich mal schnell wissen, wer das im Englischen macht. Moment. Roach heißt Plötze, glaube ich, im Englischen, ne? Moment. Ich hab's gleich. Duck Kokel. Oder so ähnlich. Den kennt man auch nicht. Naja, okay. Moment mal. Das ist der Synchronsprecher von Geralt. Im Englischen synchronisiert der Synchronsprecher von Geralt auch Plötze. Das ist ja interessant. Das muss ich mir nachher echt mal auf Englisch auf YouTube irgendwo angucken. Gibt bestimmt die Quest. Aber jetzt machen wir mal weiter. Warum hast du die Form eines Hallo, Pferdes Chingon. Angenommen? Pferd? Wovon sprichst du? Seit ich tot bin, erhebt mich eine Macht jeden Tag aus dem Grab und lässt mich rennen. Kehre ich mit Blut im Mund zurück. Ich weiß nicht, was das ist und wie es geschieht, aber es wird erst aufhören, wenn sie mir vergibt. Aber du sagst,
Sie sieht mich als verehrt? Offenbar. Ich habe dich auch so gesehen. Du musst sie ja sehr verletzt haben, wenn sie dir nicht vergeben und dich lieber leiden sehen will. Was hast du getan? Ihr? Nichts. Aber mein Pferd. Ich habe es zu Tode gepeitscht. Pinastri hat es gesehen. Ein stolzes Tier. Ein Blitz. Aber unzuverlässig. Und beim Turnier warf er mich ab. Ich hatte unbedingt siegen wollen. Pinastri hatte sich so gefreut, dass ich teilnehmen durfte. Ich, ein Bauernsohn. Ich wollte für sie siegen. Aber das Pferd ließ mich im Stich. Der Zorn packte mich. Und ich schlug es, bis es zu Boden ging. Oh, wie ich es bereue. Bitte vergib mir im Namen von Blitz. Ich würde fast sagen, er verdient keine Gnade, ey, dafür. Aber ich sag, ich bin nicht dir die richtige Adresse. Das kann ich dir nicht vergeben. Es liegt nicht in meiner Macht. Aber dein Pferd könnte es. Bitte. Ich tue alles. Ich bin verzweifelt. Hilf mir. Edle Dame, vergib mir meine Sünde. Ich meine, er ist offensichtlich ein Riesenarschloch. Aber er hört ja nicht auf zu spuken ansonsten, oder? Vergib ihm, wenn du kannst. Das ist gut formuliert. Weil im Endeffekt entscheide ich hier, was passiert, aber es ist so formuliert, als ob ich plötzlich die Wahl überlasse. Das finde ich gut. Nee, schreibt Arista. Ich würde es eigentlich auch nicht machen, aber wie gesagt, er soll zu spuken aufhören und ich überlasse die Entscheidung plötzlich. So, dann bin ich aus dem Schneider. Du könntest seine Seele befreien, indem du ihm anstelle seines Pferdes vergibst. Aber tu es nur, wenn du findest, dass er es verdient hat. Ganz genau. Du hast Scheiße gebaut, da gibt es keine Entschuldigung. Dein Pferd war loyal und hat sein Bestes gegeben. So sind wir Pferde eben. Ich weiß, ich verdiene mein Schicksal. Aber wir sind nicht rachsüchtig. Oder nachtragend, wenn man uns mal wieder in monsterverseuchten Wäldern zurücklässt. Daher, im Namen deines beklagenswerten Pferdes Blitz, vergebe ich dir. Danke. Es ist unglaublich. Was für eine Erleichterung. Na schön, gehen wir zurück. Pinastri kann jetzt ungestört und geisterfrei schlafen. Hast du noch was hinzuzufügen, Geralt? Nein. Gehen wir zu ihr. Das Phantom ist fort. Es wird dich nicht mehr quälen. Das habe ich gemerkt. Es war, als käme ich aus einem finsteren, feuchten Verlies. Ich dachte schon, niemand könnte mir helfen. Danke, Hexer. Mir ist klar, dass Hexer gegen Lohn arbeiten. Aber ich habe kein Geld. Ich kann dir nur das hier anbieten. Kartoffeln? Gute Ernte dieses Jahr. Außerordentlich. Du solltest meinem Pferd danken. Es ist hauptsächlich Plötzes Werk, dass das Phantom jetzt weg ist. Dann danke ich auch dir, edle Kreatur. Ich muss schon sagen, mit unseren vereinten Kräften war das ein Kinderspiel. Und jetzt? Zurück auf den Pfad?
Zum nächsten Anschlagbrett? Den nächsten Auftrag annehmen? Genau. Aber der Trank lässt nach, das merke ich. Bald kann ich dich nicht mehr verstehen. Mist. Ich wollte dir noch so viel sagen und... Pferde sind kluge Tiere. Leb wohl, Hexer. Ah, und schon ist es vorbei. Sehr schade. Aber perfektes Timing, ehrlich gesagt, weil auch unser Stream ist für heute leider schon vorbei. Ach ja, schön, dass wir die Quest auch noch gesehen haben. Die muss ich mir jetzt wirklich auf Englisch angucken. Da bin ich jetzt dann echt gespannt. Weil wenn das der gleiche Synchronsprecher macht... Da bin ich erstens gespannt drauf, ob man das merkt und wie gut der das macht. Und zweitens wäre das ein Hinweis drauf, dass sich Geralt das alles nur einbildet. Aber ich möchte glauben lieber... Oh, der Controller wird auch leer. Perfekt. Perfektes Timing. Ich glaube lieber, dass das echt war. Und dass er dank dem Trank tatsächlich mit dem Pferd mit Plötze reden konnte. Und den anderen Tieren. Warum denn nicht? In der Hexerwelt ist vieles möglich. Na schön, Leute. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Und danke fürs Zusehen an alle, die das jetzt auf YouTube gesehen haben. Ich sage jetzt Tschüss, macht's gut, gute Nacht, bis bald. Ciao.